Es gibt weniger Atomwaffen auf der Welt als noch vor einem Jahr, rechnet das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI in seinem aktuellen Jahresbericht heute vor. Aber die nuklearen Vernichtungswaffen werden dafür immer moderner und sind nach wie vor mehr als genug da, um unseren Planeten zur Hölle auf Erden zu machen. Und das hier sind die Länder, auf die sich das aufteilt. Die fünf im Sperrvertrag, im Atomwaffensperrvertrag von 1968 rechtlich anerkannten Atommächte sind die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland als Nachfolger der UdSSR und China. Diese fünf haben sich verpflichtet, keine Atomwaffen an andere Länder auszuliefern. De facto Atomwaffenstaaten sind dann Israel, Pakistan und Indien. Die haben den Vertrag nicht unterschrieben, müssen ihr Arsenal also nicht offenlegen. Aber die aktuellen SIPRI-Schätzung geht davon aus, dass diese acht Länder zusammen 19.000 Atomwaffen besitzen. Dann sind da noch der Iran und Nordkorea. Nordkorea kann wohl eine kleine Anzahl atomarer Sprengköpfe bauen. Unklar ist jedoch, ob die wirklich einsatzfähig sind. Der Iran hat wohl noch keine Atomwaffen. Aber das Atomprogramm der Iraner, das beunruhigt vor allem Israel. Denn der jüdische Staat fühlt sich von einer möglichen iranischen Bombe direkt bedroht und rüstet auf. Mit Hilfe deutscher U-Boote. Lautlos und tödlich. Ein deutsches U-Boot mit Brennstoffzellenantrieb. Der macht es so leise, dass es kaum aufzuspüren ist. Ein großer Vorteil, den auch Israel interessant findet. Fünf deutsche U-Boote hat das Land bereits, ein weiteres soll bald geliefert werden, wie Verteidigungsminister de Maizière beim Besuch seines Amtskollegen Barak schon vor 2,5 Monaten bestätigte. Es wird ein weiteres U-Boot an Israel geliefert werden. Es gibt dort auch finanzielle Hilfe. Das ist Teil des Haushalts und ist deswegen auch ein öffentlicher Vorgang. Und wir stehen dazu und halten das für richtig. Seit Jahren gibt es Vermutungen, dass Israel die Boote auch als lautlose Abschussbasen für womöglich atomar bestückte Marschflugkörper einsetzen könnte. Technisch kein Problem, doch der Regierungssprecher heute dazu eher wortkarg. Die Lieferung erfolgt jeweils ohne Bewaffnung und an Spekulationen über mögliche spätere Bewaffnung beteiligt sich die Bundesregierung nicht. Andere schon. Die Linkspartei fürchtet gar einen israelischen U-Boot-Angriff mit Atomwaffen auf den Iran. Wir haben hier im Bundestag auch gefordert, dass diese U-Boote nicht geliefert werden. Wir kennen die Signale aus der israelischen Regierung, gegebenenfalls mit einem Präventivanschlag zum Beispiel auf die Forderung aus dem Iran zu reagieren. Die Grünen wollen Aufklärung über die Lieferbedingungen. Meines Wissens ist das, was die israelische Regierung versprochen hatte, was als Gegenleistung für die Lieferung von U-Booten erfolgen sollte. Ich denke da an die palästinensischen Gebiete, bislang nicht erfolgt. Insofern wird es auch da Fragen zu klären geben. Doch grundsätzlich wollen weder Grüne noch SPD das U-Boot-Geschäft in Frage stellen. Kein Wunder, es wurde in ihrer Regierungszeit vereinbart, mit der gleichen Begründung wie seit Jahrzehnten. Das Eintreten für das Existenzrecht und die Sicherheit Israels in anerkannten Grenzen war und bleibt unveräußerliche Grundlage deutscher Außenpolitik. Und dazu gehört dann wohl auch, dass Deutschland liefert, ohne viel zu fragen. Richard Schneider in Tel Aviv. Deutsche U-Boote könnten mit israelischen Nuklearwaffen bestückt werden. Hier in Deutschland sorgt das für Schlagzeilen. Wie wird das in Israel gesehen? Mit großer Verwunderung, weil es ist ja ein offenes Geheimnis hier in Israel, dass diese U-Boote genau dafür benötigt werden. Und insofern versteht man die Deutschen gar nicht, warum sie sich so aufregen, weil man sagt, das wissen die doch eh und das wussten auch alle Regierungen, die schon seit Jahrzehnten da mitgeholfen haben. Also was ist eigentlich das besonders Neue daran? Aber wie wichtig sind diese deutschen U-Boote für Israel, auch mit Blick auf den Konflikt mit dem Iran? Sehr wichtig, denn anders als zum Beispiel im Kalten Krieg, wo sich die Sowjetunion und die Amerikaner bei etwa gleich großem Gebiet, plus oder minus, sich gegenseitig in Schach halten konnten, sagen die Israelis, naja, wenn beispielsweise die Iraner eine Atombombe hätten, dann könnten sie mit einer einzigen Atombombe das gesamte Israel auslöschen. Israel ist gerade mal so groß wie Hessen. Und die Iraner wissen natürlich sehr genau, dass sie ein so großes Land haben, dass man sie nicht komplett auslöschen kann. Aber in dem Augenblick, wo es diese Atom-U-Boote gibt, also ein Zweitschlag möglich ist, so sagen die Israelis, würden sich die Iraner dann eben überlegen, eine einzige Atombombe auf Israel zu werfen. Denn sie wissen, die Vergeltung käme eben auch mit einem nuklearen Angriff. Und das zumindest ist eine Möglichkeit, Israel das Überleben zu sichern.
Das heißt, die Lieferung der U-Boote gehört also zu dem, auch was unter anderem Angela Merkel, die Kanzlerin, als Staatsräson Deutschlands bezeichnet hat? Mit Sicherheit, aber das haben ja alle anderen Regierungen vorher auch gemacht, auch unter Umgehung von eigenen Gesetzen, die es eigentlich verboten haben oder verboten hätten, Waffenlieferungen hierher durchzuführen. Aber man hat immer gesagt bei Israel, naja, alles, was die Existenz des jüdischen Staates sichert, muss man gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte machen. Und wenn es nur darum geht, sozusagen den Überlebenden des Holocaust eine Zukunft hier zu garantieren. Richard Schneider, vielen Dank für diese Informationen aus Tel Aviv.